So, jetzt bin ich hier beim Scratch Verlag. Und an meiner Seite habe ich Simon Zablock, Verleger vom Scratch Verlag. Ich finde den Nachnamen immer so schwer auszusprechen. Ja, das ist richtig. So, und zwar, erzähl doch mal, wie läuft's gerade? Ja, spannende Messe gehabt bisher, viel zu tun, viel Lauferei. Wir haben ja einige Autoren am Stand gehabt und gutes Publikum, viel zu tun und vor allem mit den Lesern direkt im Gespräch, das ist immer wichtig. Allerdings, sag mal, was ist das ganz Neue hier bei euch jetzt? Das ganz Neue, dieses Jahr im Verlag haben wir keine Neuheiten für die Leipziger Buchmesse dabei gehabt. Wir haben die Neuheiten vom letzten Jahr dabei, quasi die zur Buchmesse neu gekommen sind und haben jetzt nach der Buchmesse unsere Neuerscheinung, weil wir einfach eine kleine Auszeit hatten im, zwischen den Jahren, zwischen der letzten Leipziger Buchmesse und dieser Leipziger Buchmesse. Ihr habt ziemlich viel Fantasy dazwischen. Und ich hatte vorhin schon mit dir gesprochen und gesagt, wie schafft man das in diesem riesigen Angebot, was ich hier gerade bei kleineren Verlagen sehe, wie kriegt man das hin? Also, dass man da sich da aufstellt und sagt, vielleicht auch so ein Tipp an mögliche Autoren, die das sich anschauen. Das Spannende ist eigentlich immer, das richtige Genre zu treffen bei der Fantasy, dass wir eben, es gibt eine sehr starke Zersplitterung, wie du ja weißt, wir haben auch schon andere Sachen im eher horrorlastigen Fantasy, was jetzt gerade im Fokus ist, während wir mehr in High Fantasy unterwegs sind. Und das wissen unsere Leser, kommen gezielt zu uns dafür und das ist halt wichtig, wenn man sich als Autor irgendwo bewirbt, gucken, welcher Verlag macht was, wo komme ich gut unter und nicht nur, wo bin ich halt im Fantasy allgemein, sondern wo ist meine Richtung. Das also, ist das Wichtige. Wenn ihr High Fantasy haben wollt, Scratch Verlag wird jetzt hier eingeblendet, hervorragend. Könnt ihr direkt gucken. Wir haben auch schon was gemacht. Ja, du hast etwas verlegt. Und das war Feuer und Dampf, das war Steampunk. Was steampunkig ist. Was ist das Besondere an dem Buch, müsste ich eigentlich sagen. Wir haben das damals mit den Geschichtenwebern gemacht. Genau. Und das sind einzelne Geschichten, die sich miteinander verknüpft sind. Genau. Das ist das Spannende dabei und vor allen Dingen, wir haben es jetzt in der Neuauflage mit einem neuen Cover ja auch nochmal ausgestattet und das Ganze noch ein bisschen steampunkiger gemacht. Vorher hatten wir eine Lokomotive, jetzt haben wir wirklich Dampf, ganz genau, nicht nur eine Lokomotive. Vielen, vielen Dank. Ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß. Danke. Irgendwas Besonderes, was du noch erwartest heute? Ich erwarte heute ein gutes Essen, ganz ehrlich gesagt. Alles klar. Vielleicht eine Fußmassage. Oha, wo kriege ich die? Das werde ich noch rausfinden. Alles klar. Dankeschön. Danke.